Hallo und willkommen bei der Alpenrevue. 1983 schlug das Duo Möbius und Planck erneut zu, doch diesmal mit äußerst kräftiger Verstärkung mit dem Guru-Guru-Schlagzeuger Manni Neumeier. Hier kam also nicht nur ein professioneller Drummer hinzu, sondern auch einer, der für sein innovatives Spiel berühmt ist. Und so etwas verändert alles. Herausgekommen ist ein treibender Sound, der von einem verspielten und doch auch energetischen Schlagzeug beherrscht wird. Zero Set wurde bereits im September 1982 in Conny Planks Studio aufgenommen und erschien im darauffolgenden Jahr wieder bei Sky Records. An dieser Stelle sollte man ein wenig in die Aufnahmetheorie gehen, die gerade Conny Planck nachhaltig mitgestaltet hat. War es gerade bei der Popmusik jener Jahre üblich, den Schlagzeugsound sehr zu komprimieren und mehr wie so eine Art Rhythmuspuls inmitten des Mixes aufzunehmen, war Conny Planck dafür berühmt, dass er Schlagzeug ganz anders aufnahm und mischte. Die Drums sind in seinen Produktionen oft mehr ausladend und im Stereo mit Hilfe von Mikrofonen einfach breiter. Er liebte es auch, den Becken einen größeren Raum zu geben, was nicht jedermanns Geschmack ist und war. Brian Eno hatte mal gesagt, wenn er eine Platte im Studio aufnimmt, schmeißt er erstmal alle Becken aus dem Studio raus. Eine weitere Devise von Conny Planck war die artistische Idee, dass das Studio ein Instrument ist. Es geht also nicht mehr darum, das Studio dazu zu verwenden, um Rohaufnahmen zu erschaffen, die dann in der Nachbearbeitung und im Mix mit allerlei Effekten aufgewertet werden, sondern von vornherein die formvollendeten Sounds im Studio selbst zu suchen. Man muss aber auch zugeben, dass diese Idee, zwei elektroniklastige Tüftler mit einem so robusten und vor allem hyperaktiven Schlagzeuger anzureichern, ein wenig gaga ist. Es funktioniert auch nicht bei allen Tracks gleich gut. Die eine oder andere Stelle würde, zumindest angesichts heutiger Hörgewohnheiten, vermutlich mit einem Drumcomputer à la Roland TR-808 deutlich besser klingen. Aber so ist es halt. Wenn man neue akustische Regionen erschließen möchte, muss man eben auch mal riskieren und etwas wagen. Da klappt dann nicht alles gleich gut. Doch eins ist klar, wenn man sich Zero Set anhört, hört man etwas, das gänzlich einzigartig ist. Bis an die Grenze des Abwegigen. Mein persönliches Highlight ist der Track Pitch Control. Das ist eine fantastische Melange aus Manni Neumeyers fokussierten Drumming und gleitenden Synth-Sounds von Dieter Möbius. Das ist ein absoluter Zukunftstrack, der das Elektro-Genre um 20 Jahre vorwegnimmt. Es ist fast unglaublich, dass das hier in 1982 aufgenommen wurde. Noch unglaublicher ist natürlich, dass das Schlagzeug keine Drum Machine ist. Sucht den Track einfach mal raus bei YouTube oder Spotify oder bei iTunes und hört mal rein. Möbius, Planck, Neumeier, Pitch Control. Wer 1982 so einen Sound machte, war verdammt weit vorne, wenn es um neue progressive Klänge und Stile ging. Super faszinierend ist sicherlich der Track Recall. Der Sound ist gewohnt verspielt und besteht aus allerlei Keyboard-Elementen und einem treibenden Schlagzeug, doch darüber liegt der Gesang eines sudanesischen Sängers. Das Lied bekommt damit diesen Fourth World Charme, so ganz im Sinne von John Hassell. Das ist ein verdammt spannendes Lied, das ich ebenfalls zum Probehören empfehlen kann. Auch das letzte Stück, Surge Zero, ist sehr reizvoll. Hier groovt Manni Neumeier durch einen Nebel aus schwebenden und irisierenden Klangelementen. Eine sehr berauschende Soundcollage, die in der zweiten Hälfte, erneut gänzlich unerwartet, komplett in eine exotische Klangkulisse zerfällt. In 2009 erschien eine Re-Release dieses Albums, wie gewohnt bei Bureau B. Erneut mit interessanten Liner Notes von Asmus Tietjens. Auch hier möchte ich einige Zeilen vorlesen. Bei aller Verschiedenheit ist jedes der sechs Stücke von Zero Set gleich konstruiert. Auf eine analog elektronisch erzeugte Sequencer-Figur, die im Verlauf eines Stückes variiert wird, reagiert Neumeier virtuos mit seinem Schlagzeug und Möbius brennt Feuerwerke elektronischer Geräuschkaskaden ab.
Die eleganten, schnörkellosen, fast minimalistischen Ergebnisse dieses Konzepts sind meilenweit entfernt von den eher schwerfälligen, musikalisch belanglosen und in den Kosmos drängenden Versuchen anderer Elektroniker der frühen 70er Jahre, bei denen der Sequencer ebenfalls eine gewichtige Rolle spielte. Auf Zero Set fließt die Musik ebenso leicht wie kraftvoll. Keine Idee wird überstrapaziert, kein Stück dauert länger als 9 Minuten. Die fast bis zur Askese getriebene Konzentration auf die musikalische und klangliche Struktur einerseits und die in jeder Phase spürbare Spielfreude andererseits sind die wesentlichen Kennzeichen des Albums. Möbius, Neumeier und Planck bedienen sich völlig unsentimental der Technik, benutzen sie als leistungsfähiges Werkzeug zur Verwirklichung ihrer musikalischen Vision. Dass das Album nicht zur psychedelischen Sandkiste geriet, versteht sich bei den drei reifen Musikerpersönlichkeiten von selbst. Und letztendlich wollten sie keine Musik machen, die über sich selbst hinausweist. Bester Beleg dafür sind die drögen Titel der 6 Stücke und des Albums. Sie sind die Bezeichnungen von Bedienelementen auf den Fernsteuerungen mehrspuriger Tonbandgeräte. Ich gebe hier 4 Sterne. Das hier ist eine fieberhafte musikalische Reise, die zeigt, wie verdammt gut Manni Neumeier ist. In gewisser Weise ist das hier ein Schlagzeugeralbum. Vermutlich sollte es jeder junge Drummer im Regal haben. Konzeptionell ist das Ganze eine etwas arg exzentrische Idee, doch dort, wo sie funktioniert, da funktioniert sie extrem gut. Es ist eben ein waghalsiges Album, doch solche sind sehr wichtig. Musik ist kein Universum für Langweiler und Duckmäuser. Zumindest nicht dann, wenn man möchte, dass Leute wie ich über eine solche Musik sprechen. Das war Zero Set von Möbius, Planck, Neumeier aus dem Jahr 1983.